Willkommen zurück zu Paper Mario 2, Legendary Farming Monitor. Im letzten Part haben wir hier einige Kriminalfälle im Zug gelöst. Und ja, dann hat uns noch ein Geist beauftragt, sein altes Tagebuch zu finden und hat deutlich darauf hingewiesen, dass wir es nicht lesen sollen. Warum auch immer, aber wir sollen es nicht lesen, ansonsten würden wir es bereuen, hat er gesagt. Der Zugbegleiter selbst meinte schon, dass man vielleicht einmal reinspicken könnte. Und das meine ich auch und ihr meint es auch und deswegen machen wir es mal. Aber hoffentlich bereuen wir es nicht. Es wird creepy. Alle, die schwache Nerven haben, sollten jetzt abschalten, weil es wird wirklich sehr krass. Wirklich, das ist jetzt kein Scherz. Hier der Creepypasta ist ein Witz dagegen. Und ja, das geht schon echt an Nieren, was wir jetzt tun. Haben wir gespeichert. Es ist ja so eine Sache, ne? Ein Tagebuch. Ich will ja nicht, dass uns Schreckliches geschieht. Da müssen wir auch nochmal absichern. Deswegen gespeichert. Gut, das alte Tagebuch, was wir nicht lesen sollten. Ein altes Tagebuch des Geistes. Lesen verboten. Gut. Wir machen's. Was hat Mario denn? Jetzt schaue ich dir auf Speed oder aus. Hey, ich will das unbedingt lesen. Jetzt sag ich jetzt ja. Ich will es unbedingt lesen. Boah, mich interessiert es auch. Scheiße, auf Konsequenz. Ich hab schon eh genug gelegt. Das ist mein Vergangenheit gemacht, ey. Boah, einmal kurz Spiel gelesen, wo ihr seid, vielleicht voll scheiß Outdoor, ey, wird nie ein Bestseller oder so. Oh, ich hab so Adrenalin, ne? Willst du das Tagebuch lesen? Jo! Du wirst vielleicht verflucht, willst du es lesen? Jo! Auf jeden Fall. Du sollst es lassen, Schreckliches wird passieren. Willst du es wirklich lesen? Ja, ich will es wirklich lesen, Mann! Montag. Ein bewölkter Tag. Spaß beiseite. Okay, ein bewölkter Tag ist schon mal so ein düsteres Ambiente. Das stell ich mir mal so vor. Er geht spazieren. Und es donnert. Es sind Wolken da und es regnet und alles ist... Es ist düster. Gut, lesen wir weiter. Das ist scheinbar erst die erste Seite. Heute bin ich in den Zug gestiegen, in diesen Zug. Ich habe die Gewalt. Solche wie dir ist nicht zu lesen. Schmitteltrauma. Game over. Oh no. Das ist krass. Das Spiel ist so gnadenlos. Wo ich das privat erstmal durchgezockt habe, ich nicht vorher gespeichert und ich war Game Over, weil ich natürlich den Blick riskieren wollte. Oh, was ich für eine Gänsehaut jetzt habe. Ey, fuck off. Fuck off all the bitches. Ich bin... Oh, heftig, ey. Überall Gänsehaut, die linke Hand ist schon leicht eingeschlafen. Verschiss. Alter. Ich meine, ist das nicht krass? Das Spiel ist ab null. Ich hab damals mehrere Albträume von diesem Geist. Das ist... Meine, what the fuck, Nintendo? Das ist mein Tagebuch gefunden. Wirklich, mein Tagebuch. So ist die Decke. Haben wir versprochen. Eine Decke. Nun, die Decke des Zugbegleiters ohne sie. Es ist sehr kalt. Aber auch immer so eine Kuscheldecke. Ist richtig, richtig... kuschelig und warm. Ja, ich kann den Zugbegleiter noch ein bisschen verstehen. Das ist nicht gelesen. Wenn du es gelesen hättest, wäre so was Schreckliches mit dir passiert. Und kann ich beruhigt. Von dannen gehe ich dank dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. Steigt in den Himmel auf! Ist er doch ein Engel oder was? Ich habe es mir anders überlegt. Ich war so lange in der Abtei gefangen, dass ich Gefallen daran gefunden habe. Deshalb werde ich noch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wo immer ich will.
Sagt er jetzt noch, uhu, ich war so lange in diesem Abteil gefangen. Ja, das gleiche nochmal. Ja, krass, so, da was da wohl noch drin gestanden hätte, wenn wir weitergelesen hätten. Irgendwelche Sexgeschichten oder irgendwas Düsteres über seine Vergangenheit. Oder, ja, wer weiß, Vermutungen in die Kommentare, was könnte in diesem Buch gestanden haben, in diesem Tagebuch. Ah, ich bin immer noch geflasht, ne, das ist so krass. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist einfach nur hart, das ist wirklich hart. Ich meine, Slenderman ist ein Witz dagegen. Und ziemlich schlechter. Na gut, vielleicht jetzt nicht, aber ich stelle das jetzt auf eine Ebene mit dem Slenderman. Man kann sie auch interpretieren, was der mit einem macht, ne? Ob er die Seele aussaugt, irgendwas. Auf jeden Fall nichts Nettes. Mario, Hinath! Hier hast du die Decke. Vielen Dank! Damit kann ich jetzt die Nächte durchmachen, ne? Schließlich haben wir hier noch den Verfasser des Drohbriefes. Übrigens, bevor ich vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Ein Pilz! Das ist alles! Aber wir haben hier noch einen Trockenpilz. Geh mal an. Oh, der Trockenpilz ist direkt in Kupio drin. Wop! Scheiße, auch nicht so. Abgesehen davon ist schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen, ey? Und ich mach dir keine Sorgen. Sollte etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid, ne? Sofort Bescheid, wenn du gehst den Zug. Oh, fliegt, denn ist schon alles zu spät. Von wegen, nicht Sorgen machen, ne? Ich bin erfahrener, sehr begabter Zugbegleiter. Oh Mann, ist ja gut. Gut, das heißt, unsere Aufgabe ist hiermit beendet. Wir können doch mal beim Inspektor einmal vorbeischauen. Es war so nicht, der Verfasser ist Drohbriefs. Kann man nichts machen. Gehen wir schlafen. Jo. Das heißt, Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, würzig, irgendwas. Paar Masche aus dem Ofen, raus so frisch. Und so ist der Brauch. Geschlossen, ja. Bei Mitternacht ist der Laden geschlossen, denn die wollen auch mal Feierabend, ne? Kein 24-Stunden-Betrieb. Der Chef hat es noch nicht durchgesetzt. Denkt an seine Arbeiter und ja. Gut, dann können wir pennen gehen in Zimmer Nummer 5. Mambo Nummer 5, Maroon 5 oder was auch immer. Wop! Sollte den Zuggleiter alles weiter überlassen, ne? Lass mal schlafen gehen, irgendwie. Ich fühle mich so müde, ich weiß auch nicht, ey. Jo. Schlafen. Good night, Mario. Bam. Zweiter Reisetag. Drei Tage brauchen wir in diesem Fall in Bad Glimmerich. Gut. Gehen wir erstmal wieder zum Inspektor. Der wird schon wieder einen Auftrag für uns haben. Oder was meint ihr? Schauen wir mal. Oh, eine Mail. Okay, die checken wir gerade ab. Items, wichtige Items, Mail Receiver. Ja, neue RD-Ausgabe, na egal. RD-Ausgabe 5, wurde ich heute gut informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wasserin mehr lieblich 25 heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte mehr lieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen. Und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Vor allen Dingen dachte sie gar nicht an ihre Figur und an ihre Diät. Tja, da hat sich wohl einer überfressen. Shopping-Detektiv. Heute stellen wir vor den kleinen Laden auf der Isla Corsaria. Erstaunlicher Pioniergeist, dass ihn was führte, diesen von Rohling auf tierunbewohnte Insel, um hier in Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzes Lächeln und gab zu Protokoll: Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Tja, so ist das. Rezeptecke. Auch heute wieder kochen für Fortgeschrittene. Und auf dem Speiseplan steht Peach-Torte. Alles, was man braucht, ist eine Backmischung und ein Pfirsich. Wie kriegt man hier die Backmischung? Bei Paper Mario 1 hat man die in eine Spielzeugkiste bekommen bei den Shy Guys. Aber hier, passt ideal zur Teestunde am Nachmittag. Tea Time! Ist was für die Briten dann. Zum Schluss, beliebtester Newsletter von Rolling RD. Freut ihr auf die nächste Mail. Herausgeber Redaktion für den Verein Rolling. Und ja, freut ihr auf die nächste Mail, wenn sie nicht in den Spam-Ordner landet. Ja. Gehen wir mal zum Inspektor. Zu James Bond. Ne, Inspektor Ping. Ah, stell dir mal vor, so James Bond so in Echtzeit hier rein.
Wer hätte so einen CDI-Style? Kennt ihr den CDI? CDI von Philips? Da sind manchmal so richtig Filmpassagen drin, mit richtigen Schauspielern. Das ist interessant. Oh je, yeah, Mini. Wenn wirklich alles weg ist, werde ich gefeuert, goddammit. Was hat der? Los, erzähl mal, Pink. Hallo, Luigi. Du kommst gerade recht, ein neuer Fall. Und nicht der Fall der Berliner Mauer, nein, neuer Fall für Inspektor Pink. Also erkläre Luigi noch einmal, was geschehen ist. Dein Alibi und so. Als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin waren wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefolgt, wenn du vergisst, Mann. Beruhige dich erstmal, das wird schon sich schon klären. Überlass es nur Luigi. Also gut, unser neues Produkt, der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt, kann er Tote zum Leben erwecken. Richtig Nekromantie, weißt du? Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, da gibt es eine gewaltige Explosion. So gewaltig, dass es den Zug in alle wieder zerstreuen würde. Das gelingt ja nach unserem Drohbrief-Herausgeber. Nicht auszudenken, wenn ihr in falsche Hände gerietet. Dagegen wäre eine Flugzeugentführung wird. Ja, ich wusste nicht, ich hab's aus dem weggedrückt. Es hat also jemand den Koffer gestohlen. Oh, Captain Obvious, hat er gerade gesagt. Goddammit. Ich erinnere mich noch, dass der Koffer gestern auch da war. Ich weiß, ich mag Captain Obvious auch. Gut aufgepasst, Sherlock. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Ey, der Typ, der geht mir richtig auf den Sack. Hilft dir die Lupe auch nicht, ne? Und daraus folgt, der Täter muss doch hier im Zug sein. Muss es sein. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame im Abteil 2 gesprochen? Der Bein ist auch etwas im Zug abhanden gekommen. Kellnerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren. Und die Damen Brillanti einen goldenen Ring. Oh shit, das wird jetzt gut super zusammenpassen, damit der es hier BOOM macht. Luigi, der Dieb scheint zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrenstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser des Drohbriefes ist. Also Luigi, du musst den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, dann macht's KABOO! Wie bei Al-Qaida, weißt du? Ich hab so ein Gefühl, dass er dahinter steckt. Oh je, bitte! Aber wir schauen uns mal um. Wir reden mal mit den Angeklagten, wenn ich das jetzt mal so nennen möchte. Ein goldener Ring und ein paar Muscheldinger. Ohrstecker. Die alte, die ist doch mal hier, so. Unglaublich, wie schnell du den Dieb gefasst hast, einfach umwerfen. So, Meisterdetektiv, übrigens habt ihr eine Bitte. Darf ich? Oh, wirklich? Von meinem Ex-Freund habe ich damals einen Ohrstecker aus Muschel bekommen. Aber der Ex-Freund, das war ja nur der Ex-Freund von dem Ex-Freund und ja, weißt du. Ich hatte schon so viele Freunde, aber da hatte ich mit allen Stress mit, weißt du? Und die sind irgendwie verschwunden, aber die Ohrstecker hegen so viele Erinnerungen an ihn, obwohl ich ihn hasste, weißt du? So viel Negatives, die Ohrstecker, die schmeiß ich mal gegen eine Wand, um meinen Frust abzubauen, weißt du? Könntest du die Ohrstecker für mich suchen? Bitte! Ja, wo soll ich die denn suchen, Mann? Bist du dir vielleicht lustig? Soll ich den ganzen Zug hier absuchen nach den scheiß Ohrsteckern oder was? So what? Dann schauen wir uns erstmal in der Abteil 2 um. Da ist ja noch eine andere Frau gewesen. Da waren wir bereits mal drin, ne? Das ist nicht das Zimmer neben Starty. Das war die Make-up da in der Schublade hatte. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Wie du diesen schwierigen Fall gelöst hast. Umwerfen. Ich würde dich gerne um eine Bitte bitten. Okay. Darf ich? Ja, mein Wege, aber nicht zu viel verlangen, bitte. Oh, wirklich? Also, worum geht es eigentlich? Ich habe meinen goldenen Ring im Zug verloren. Ob du ihn wohl suchen könntest? Oh, bitte, mein kühner Held. Mario sagt natürlich nicht nein und sucht den Ring. Ja, aber wo sollen wir den suchen? Fragen wir mal den Inspektor, ob der irgendwas gesehen hat. Ich habe echt keine Ahnung.
Also die ganzen anderen hatte ich noch im Kopf, aber das weiß ich jetzt echt nicht. Das ist mal drei. Achso, das war der Fette. Okay, der wird wohl nicht nochmal den Ring haben oder so. Zimmer 4, das war der Geist. Der wird auch nichts mit dem Ring zu tun haben. Und ich sowieso nicht. Oder ist der jetzt was? Wäre sehr, sehr verdächtig. Hätte ja sein können, dass die mir die Schuld anhängen wollen. Aber ist nicht so. Gut, dann fragen wir jetzt erstmal den Inspektor. Und dann den Zugbegleiter. Ob die auch was gesehen haben. Den Koch eher nicht, oder? Können wir mal kurz... Naja, der sagt nichts Wichtiges. Nur guten Morgen, schöner Morgen, lalala. Nur ein wichtiges Zeug. Wir wollen aber erstmal den Fall lösen. Also Inspektor, sag mal, was los ist, ey. Also Luigi, du sollst den Täter schnellstens finden. Ja, toll. Fuck. Ja, dann müssen wir in der Tat mit dem Zugbegleiter mal sprechen. Der was weiß. Hier bei dem Zimmer? Nee. Boah, ich bin überfragt. Goddammit. Muss ich gleich einen Cut setzen, falls der Zugbegleiter auch nichts weiß. Ich denke mal, die wissen auch nichts. Nee. Definitiv nicht. Oh, oh, Freunde. War da ein Sternsplitter? Nee. Das denn? Bei Stati? Kann ich aber nicht glauben. Okay. Und Leute, werden wir am Bahnhof Tulpenbach anhalten gegen Abend, so. Boah, fuck, Freunde. Ich setz mal einen Cut, bis ich was finde, ne? Ansonsten wird das zu zäh. Oh, bei Stati im Zimmer liegt noch ein Zettel. What the fuck? Unterlagen gehalten. Schwer zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Was hat's damit auf sich? Sollten wir mal den Inspektor geben? Im Schrein ist ein Foto von Stati. Okay. Fuck. Was hat's damit auf sich? Let's go back. Nehmen wir mal einen guten Rambo. Dann sind wir schneller unterwegs. Einsam und immer unterwegs. Knabbert er den letzten Keks. Einsam und immer unterwegs, ich nehme dir den letzten Keks. Und dann geht er von Palermo zum Matterhorn. Was laber ich eigentlich wieder? Was laber ich? Aber wir sind ja auch jetzt schon da. 006, das ist sowieso ein kleines Easter Egg. 006, ne? Agent 006. Hast du irgendeine Spur gefunden? Nur so ein hässlicher Zettel mit Mathe, mit Mathematik drauf. Das ist irgendwie so Mathe. Mathematik, Klausur, hasse ich. Ich hab's nie hingekriegt. Immer mit 5 oder 4 nur bestanden. Ach, Mario, da sagst du was. Was ist das für ein Blatt? Gibt es sonst irgendwelche brauchbaren Hinweise? Au. Oh, das sind Teile meiner Unterlagen, ey. Voll die wichtige Papiere und so, weißt du? Akten, Akten, Akten und so, ne? Im Börsenhandel. Was? Also doch. Luigi, wo hast du was gefunden? Was ist das hier? Im Abteil 1. Das ist doch das Abteil von Stati. Das besagte ich bereits, Sherlock. Da musst du ihm alles wiederholen und einen auf klug machen, ne? Was kann ich tun? Ich bin hier der schlaue Detektiv. Du bist nur der Assistent. Bitte? Das möchte ich normal hören. Du siehst ja nicht mal aus wie ein richtiger Detektiv. Also Schnauze. Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Stimmt, der ist echt nicht im Zug gewesen. Er muss sich also irgendwo im Zug versteckt halten. Was? Steckt eine prominente Persönlichkeit wie Stati hinter dem ganzen Bullshit? Das wäre krass. Also gut, Luigi, du sollst diesen feinen Stati schnellstens finden. In der Tat, wo sollen wir nach ihm suchen? Wir haben noch keine Hinweise. Goddammit. Vielleicht hier? Bam! Lass uns rein, lass uns rein. Fuck. Wo könnte der gute Stati sein? Vielleicht ist er jetzt wieder da in seinem Raum. But I don't know.
Zuges war schon ganz gut designt, ne? Also mal vergleichen mit dem Zug aus Paper Mario 1. Ist sehr, sehr nett hier. Diese Atmosphäre hier im Zug, das Ambiente. Ist schon geil. In Paper Mario 1 war es ja so ein Dampflok und ja, da gab es gar keine Anhänger und man wurde einfach mit einer Sequenz dann dahin gefahren. Zum Klippenberg war das. Aber nur gut. Ist nur nichts, ist nichts. Ah, ich habe schon wieder die Fahrt verloren, Mann. Also ich weiß nicht, wie es weitergeht, das meine ich. Ich hab's nicht, ich hab nicht den Ring, Mann. Ich könnte schwören, dass wir jetzt wieder zurück müssen zu unserem eigenen Raum. Dass der Assi uns irgendwie das anhängen könnte. Ist so meine Vermutung, ansonsten wir wieder einen Cut setzen. Gucken wir mal. In der Tat, ich bin so genial, ich könnte echt Detektiv werden. Wieder liegen wertvolle Papiere herum. Das gehört zu unserer Verfolgung. Der muss im Zimmer gewesen sein. Das heißt, er kann doch nicht weit weg sein. Es kommt mir doch ein bisschen merkwürdig vor. Wir werden mal Folgendes machen. Tschüssikowski! Ah! Da versteckt er sich also. Du Assi! Wo kommt der denn her? So ein Mist, ich hab dich erwischt. Was macht er jetzt? Der Homo-Dance oder was? Alle tanzen den Homo-Dance, Homo-Dance. Was macht der? Ist er bekloppt? Bam, 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 bam. Komm, geh baden. Einfach warten, bis er hier hinkommt oder... Haben wir dich! Auf frischer Tat ertappt. Wie die Brille jetzt hängt. Du bist also der Täter. Verkleidest dich als Tati, um uns zu verwehren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere. Alles ist genau, wie ich es vermutet habe. Ja, mein Plan und meine ganzen Theorien sind aufgegangen. Ich habe sofort durchschaut, dass du nicht der echte Stati sein kannst. Und natürlich auch, dass du Luigi diesen Drohbrief geschrieben hast. Oh Mann, vor Schulbach wäre ich geflogen. Dich als Stati zu verkleiden war ein kühner und geschickter Trick. Aber du hattest Pech. Wie konntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? Ich, Ping, Inspektor Ping, der schon jeden kniffligen Fall im Pilzkönigreich unter einem Rolling gelöst hat. In der Tat, mein Superhirn entgeht nichts. Nun gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen zurück und dann können wir über deine Strafe reden, ne? In der Strafanzeige kommst du wohl... Auf jeden Fall nur davon. Hey, der Typ ist doch gestört. Was hat denn der jetzt? Schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ein Koffer erhalten, eine schwere Aktentasche, Inhalt. Akten und Knallsirup. Ein Goldring erhalten, der wertvolle Ring. Den Brillianty. Brilliant, ja, brillant, ne? So edelsteinmäßig. Ein kleiner Wortwitz. Wie Omelette in Paper Mario 1. Ergibt dann natürlich Omelette und hier brillant. Verloren hatte, ja. Und ein paar Ohrstecker, okay. Die Ohrstecker der Kellnerin, wichtige Erinnerungsstücke an ihren Ex, ja, natürlich. Oh, mein Kaffee und der Knallsirup. Jo, hier kannst du wieder haben, ne? Oh, danke, tausend Dank. Der Sirup ist unberührt, ich werde nicht gefeuert, geil, Lomat. Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn im Handumdrehen gelöst. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird gekürzt in den Bahnhof Tulpenbach erreichen. Die Deutsche Bahn ist angekommen. Okay, kleiner Zwischenstopp. Können wir shoppen oder was ist das? Bei den meisten Bahnhöfen gibt es immer einen schönen Kiosk und so, richtig chillig. Oder ist es so ein abgefuckter Bahnhof wie Bahnhof Floto? Ist bei mir im Nachbardorf, Floto.
Das ist eine Ruine, das ist ein Geisterbahnhof. Da, der hat keine Scheiben mehr, der sieht richtig abgefuckt aus und ja. Aber die ganzen Leute wollen den erhalten als Denkmal oder was? Das ist totaler Blödsinn, weil der ist nicht mehr zu retten. Den sollten wir endlich abreißen, das olle Ding, ey. Naja. Und tschüss, Mann. Und ich, mich vor euch einsperren lassen, wird Brunhilde ziemlich sauer. Was? Der hat Brunhilde da? What the fuck? Rumpel! Ich habe zwar die Gestalt von Stati angenommen, aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilde Mario fertig machen. Aber da ihr mich erwischt habt, bleibt mir wohl eine beherzte Flucht. Der Rest wird Brunhilde erledigen, bis du. Rumpel wollte also den Zug in die Luft sprengen. Tschüss. Und Barbara ist hier. Achso, weil wir uns versteckt haben, ja. Immer wieder. Nee. Nee, 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 nee. Was machst du? Was machst du, Honk? Gumbrina! So. Dann erkunden wir mal schön den Bahnhof, würde ich sagen. Aber erst im nächsten Part, aber wir können uns schon mal draußen umschauen. Aber die nächste Frage, die ich hätte, wäre, wie kommen wir aus diesem dreckigen Zug raus? Schon eine interessante Sache, oder was meint ihr? Hm. Wir sind ja angekommen. What the fuck? Wo ist denn die Tür? Hier war auf jeden Fall noch eine Tür. Genau die. Ist das die richtige? Yes. Gut. Das ist also der Bahnhof Tulpenbach. Gleich wird euch hoffentlich auch erläutert, warum es jetzt erstmal nicht weitergehen kann. Ansonsten werde ich das kurz erläutern. Boah, der Glimmerliner, wie geil der aussieht, ne? Voll Prestige und so. So sehr gefallen dir also Eisenbahn. Ja, ich mag Züge. Eisenbahn sind toll, eines Tages mit dir auch eine fahren. Wollte seine Bitch. Weiß nicht, die ist vielleicht noch im Zug oder so. Ich gebe dir ein großes Problem, hör zu. So, jetzt, Freunde, hör zu. Irgendein Fiedfalling hat die Zugbrücke geöffnet. Wir können nicht abfahren. Brunhilde ist schuld. Sie will, dass wir später ankommen. Oder warst du doch Humpel? Eine Unmenge kleiner Kerl ist in den Bahnhof eingedrungen. In den Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Den scheint aber diese Typen betätigt zu haben. Der Schalter ist schon lange außer Betrieb. Kennt keiner so genau mehr. Und ja, muss die Fahrgäste auch mal informieren, ne? Aber ich bin zu faul. Ich bin eh unterbezahlt, ne? Deswegen mache ich nicht so extra Aufgaben, ne? Aber du kannst ja diesen Schalter doch bestimmt finden, ne, Mario? Oder? Nee, ich bin doch hier nicht der Bimbo. Ach, scheiße, ich bin erledigt. Job los und so, fuck off. Na gut, wer machst du jetzt doch? Ja, geil, du Marty, hast einen Schlüssel, ne? The key to your heart. Ja, viel Glück, ne? Was will der Fette? Du wirst es schlecht, wenn man in diesem Abteil sitzt. Vertrete mir etwas zu meinen und hol mir Appetit fürs Abendessen. War gut, sehr geil, was du gibt, aber hier hast du mit mir ordentliche Snacks. Ja, mich interessiert noch kurz, ob es hier was zu holen gibt. In dieser Gegend gibt es nichts Besonderes. Okay, keine Sternsplitter, keine Orden, kein... Ja, keine versteckten Items. Da ist der Inspektor Ping. Luigi, dieser Verbrecher war kein Doppelgänger von Stati. Es war ein Gespenst mit weißen Laken. War nur einen Moment unachtsam und da ist er entwischt. Dammit. Übrigens, er hat etwas von einer Brunhilde erzählt. Ja, wir kennen die. Das ist eigentlich meine Bahnhofsbeamten von Tulpenbach. Und dieser Bahnhof wird durch die Glimmerleine neu betankt. Aber ich frage mich, was man so einen Zug tanken mag. Ja, in der Tat. Ist echt nichts. Gotta be kidding. Ja, wenn Nagarin das sagt, dann ist ja auch nichts. Boah, 15 Münzen wollen die für diesen Shit haben. Dann können wir auch einfach, also für diesen Herzblock, dann können wir auch einfach in unser Bett aufschlafen. Das ist umsonst. Müssen wir nur ein bisschen mehr gehen. Oh, Drama, Drama, Baby. Aber Freunde, den Bahnhof, der Kunden war im nächsten Part. Ist ein netter Bahnhof mit vielen Geschäften, gechillter Bahnhof. Wo wir einfach nur einen Schalter betätigen müssen und das ist ein Geisterbahnhof, verlassener Bahnhof, wo wir uns erst durchkämpfen müssen. All das im nächsten Part. Es wird ziemlich crazy und geil eigentlich auch. Viele Schalterrätsel, das ist eine gelungene Abwechslung zu dem Zugabteil, was ja mehr auf Detektiv-Sachen ausgelegt war. Gibt's jetzt vielleicht wieder Kämpfe? Vielleicht, Freunde.
lasst euch überraschen. Also, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, falls ihr das Video gerne favorisiert. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch was. Haut rein und danke fürs Zuschauen. Bis dann.